Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, jetzt habe ich den Namen vergessen. Satinas Ketten. Wir waren beim letzten Mal dabei, die Schweine zu beobachten. Und ja, ich gucke jetzt nochmal hier rein, weil die durchtriebensten Schweine des Königreiches. Immerhin lässt der Schustermeister sie nicht mehr frei umherlaufen. das ist vollkommen richtig. Und Drog. Hey, die beißen mir die Hand ab. Alles klar, also muss ich den irgendwie. Vielleicht komme ich an die Eicheln ran, die holde Dame hier am Stand hat. Moment, Hüda. Ich habe nur noch einen Kreuzer. Da muss ich vorher sicher gehen, dass ich diesmal auch gewinne. Okay, das Mach's geht gut, also Heda. nicht. Bis dann. Und denk an die Lerche. Kann ich eventuell Kreuzer kombinieren mit... Ich habe nur noch einen Kreuzer. Da muss ich vorher sicher gehen, dass ich diesmal auch gewinne. Okay, Ich habe nur noch Ja, einen. Quatsch, Muss dann ich... brauche ich ja nicht. Yes. Nicht stehlen, Geron. Einmal ziehen kostet einen Kreuzer. Ach so, stimmt, ich kann ja die Box hier noch anklicken, oder? Schachtel, genau. Finger weg. Hilda ist unvorsichtig wie immer. Ihre Schatulle hat nicht einmal einen Verschluss. Alles klar. Dann muss ich die wahrscheinlich mit dem Vogel ablenken, den ich holen kann. Okay, das heißt, wir werden die ja wahrscheinlich bestehlen. Oh mein Gott. Dann schauen wir mal kurz, was hier hinten jetzt so Ich ist. gehe später spazieren. Jetzt muss ich mich um meine Aufgabe kümmern. Ach so, da geht's raus. Okay. Ja, dann gehen wir mal dahinter. Da waren wir jetzt ja noch nicht. Ach, hier geht's auch hier. Hä? Okay, wir haben also doch nicht so viele Bildschirme, wie ich dachte. Dann, wo könnte ich denn einen Vogel fangen? Ich komme ja auch gar nicht raus hier. Das heißt, ich gehe mal hierher. Wir sehen ja zumindest schon mal Enten, auch wenn es keine Gänse sind. Aber kann ich vielleicht hier, wenn ich hier langlaufe, noch ein bisschen aus dem Bildschirm rausgehen? Nee. Habe ich hier jetzt noch irgendwas? Triviatentempel, Mastschwein, Fahnenhalterung. Gut, ich probiere mal den Gehstock an die Halterung zu bringen. Das ergibt irgendwie Keine Sinn. Zeit für Experimente. Dann halt nicht Gehstock. Haben wir hier noch jetzt irgendwie. Moment, Gemälde. Wir haben auch nicht mehr momentan. Wie fange ich denn eine Lerche? Vor allen Dingen, wo fange ich eine Lerche? Das ist ja auch so eine Sache. Wo fängt man so einen Vogel am besten? Okay. Vielleicht müssen wir doch mal mit dem Opa reden. Mit dem Quindin. Vielleicht hat der ja eine Idee, wie ich eine Lerche fange. So, ich gehe mal nach oben. Quinlin, hallo. Hör mal. Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Okay, gut, das hat nicht so besonders nicht gut geklappt. Hier war jetzt auch nichts mehr, gell? Nee. Auch hier war nichts mehr. Oh, was ist das denn? Scharnier. Schon wieder lose. Aber darum muss ich mich später kümmern. Wieso nimm doch den Hammer? Hammer. Schon wieder lose. Aber darum muss... Okay. Jindrichs Vater hat das für mich geschmiedet, als Jindrich und ich noch befreundet waren. Ja, okay. Warum bist du denn nicht mehr mit Dietrich befreundet? Und hier draußen habe ich den Flock. Ah, ich habe den Flock hier draußen noch. Alles klar. Moment, kann ich da eventuell mit dem Gehstock was reißen?
Nein, was soll das auch bringen? Weiß nicht, Ablenkung vielleicht oder... Du wirst mir das Eichenblatt noch zurückgeben, Olgiert. Ui, ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, mit dem Eichenblatt vor ihm rumzufuchteln, aber man muss ja alles mal probieren. Hammer. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Ich finde, man kann nie zu alt sein für solche Streiche. Die Schweine. Ich brauche die Eicheln auf jeden Fall. Hieß es ja, die Eicheln essen sie, die Dings aber nicht. Also brauche ich also Eicheln. Hilda. Gefällt dir die Musik? Ja, ich höre schon die ganze Zeit zu. Ich würde so gern noch näher zum Musiker gehen und ihm beim Spielen zusehen. Aber leider muss ich hier bleiben und auf die Lose aufpassen. Ach, würde er nur das Lied von der Bärenbraut spielen, dann könnte auch ich mich nicht mehr zusammenreißen. Was ist so Besonderes an diesem Bärenlied? Ach, Geron, es ist so schön. Da wird einem alles andere unwichtig. Du musst es schon selbst hören, um zu verstehen, was ich meine. Okay. Mach's gut, Hilda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Dann haben wir ja unser Problem gelöst. Und zwar, komm mal her, lieber Spielmann. Friedhelm? Ja? Kannst du auch etwas anderes spielen? Gefällt dir meine Musik nicht? Doch, doch. Ich würde nur gerne ein bestimmtes Lied hören. Das Lied von der Bärenbraut. Hm. Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Kann es nicht ein anderes Lied sein? Ermutigen, wir sind nett. Das schaffst du schon, Friedhelm. Die Leute hier merken sowieso nicht, wenn ein paar Noten nicht stimmen. Also gut. Und schön laut bitte, damit man dich auf dem ganzen Markt hören kann. Ist recht. Ein Wunschlied für den Vogelfänger hier. Was? Pass bloß auf, Musikus. Wenn der Vogelfänger sich was wünscht, geht meistens was zu Bruch. Kannst es nicht wissen, aber das stürzt uns alle noch ins Unglück. Hör gar nicht hin, spiel einfach. Ah, okay, ich klatsch jetzt. Die gezogenen Lose. Ah, diese Eichel hat ein Muster. Gut. Dann gehen wir mal zu Hilda. Hilda. Ich würde aber ja mehr Eichel noch nehmen. Die gezogenen Lose. Ah, diese Eichel hat ein Muster. Wie viel nimmt er denn jetzt? Er hat nur eine genommen. Okay. Kann ich jetzt einfach ran, oder? Wenn überhaupt, sollte ich etwas stehlen, das nicht direkt vor ihrer Nase steht. Okay. Wenn überhaupt, sollte ich etwas stehlen, das nicht direkt vor ihrer Nase steht. Haben wir denn sonst noch... Ich probiere mal, ob ich eventuell jetzt mit der Eichel bei dem Schwein was reißen kann. Ich glaube es aber eher weniger. Die wird bestimmt für was Besseres da sein. So, komm mal her. Die Schweine werden genug gemästet. Die Schweine werden genug gemästet. Aber die brauchen wir? Die Schweine werden genug gemästet. Mein Gott, so ein störrisches Kind aber auch. Der macht... Weißt du, der Fürst gibt dir die größte Mühe und dann... Die Schweine werden genug gemästet. Nein, nein, nein. Okay, dann gehen wir zum Spielmann wieder. Friedhelm? Ja? Du kannst jetzt wieder etwas anderes spielen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich dachte nur, etwas Lustiges, Fröhliches wäre zur Abwechslung nicht schlecht. Ein Trinklied vielleicht. Also gut, meinetwegen. Aber dann ist Schluss mit deinen Wünschen. Ja, vielleicht. Okay, auf zu Hilda. Ach, Geron, was für ein wunderschönes Lied. Warum spielst du nicht mehr auf der Flöte? Ich ließe dich auch jeden Abend vor meinem Fenster proben. Oh, bitte nicht. Eher schneide ich mir die Ohren ab, als mir das Gejaule anzutun. Ich denke darüber nach. Okay, los. Ich will noch einmal ziehen. Jetzt wird es bestimmt etwas. Nein, du verschleuderst nur dein ganzes Geld. Und lass auch die anderen mal. Ich sehe hier keine anderen und jetzt nimm bitte den Kreuzer. Na schön, du willst es ja nicht anders. Ganz genau. Und jetzt mit dem Gewinn austauschen. Hier,
Ich habe gewonnen. Pah, Hexerei. Herzlichen Glückwunsch, Geron. Welchen Preis hättest du denn gern? Ich... Jetzt ist die Frage, wenn wir eins der drei Dinge nehmen, was ist denn mit den anderen beiden Dingen? Gib mir den Käseleib. Bitte sehr. Falls du doch etwas anderes willst, kannst du es später noch umtauschen. Ach so, alles klar. Okay. Obwohl, warte mal. Geron? Ich würde gerne den... Ich will meinen Preis doch... Natürlich. Was möchtest du? Ich würde gerne den Pflaumenschnaps... Gib mir den Pflaumenschnaps. Bitte sehr. Falls du doch etwas... Der ist ein bisschen frech, der Typ, habe ich so das Gefühl. Der hat immer so eine Ausdruck, so eine Sprachweise, wo du denkst, oh, muss das sein? Es hieß doch, die Schweine werden mit Schnaps gefüttert. Betrunkene Schweine werden friedlich. Ganz im Gegensatz zu Ulfried. Hat er sie jetzt gefüttert? Hey, die beißen mir die Hand ab. Die soll doch betrunken sein. Hier, los. Betrunkene Schweine werden friedlich. Ach so. Ganz im Gegensatz zu Ulfried. Moment, natürlich in den Trog rein. So, und jetzt? Schau dir den Vogelfänger an. Der Arme bekommt einfach nicht genug zu essen. Ja, das ist witzig. Hier ist das Eichenblatt. Und jetzt haben wir drei, stimmt's? Yes, wunderschön. Okay, den Flaunert haben wir aber noch. Ne, den haben wir nicht mehr. Oh. Okay. Kann ich jetzt eventuell hier raus? Weil jetzt habe ich ja das Quest gelöst. Ich gehe später spazieren. Jetzt muss ich mich um meine Aufgabe kümmern. Kann ich jetzt eventuell mit... Ich könnte die beiden verschrecken vielleicht. Der Hammer ist auch weg, oder? Hä, wo ist der Hammer? Ah, ne, Quatsch. Puh. Kann ich eventuell... Das lasse ich lieber. Flöte spielen. Vielleicht mögen sie das ja nicht. Ich spiele nicht mehr vor Menschen. Das hat nur fatale Folgen. Okay. Gehstock. Weh uns. Der Vogelfänger hat sich bewaffnet. Verschwinden wir lieber, Ulfried. Ich dachte, geht jetzt wirklich. So. Keine Zeit für eine weitere Rauferei. Das geht anscheinend alles nicht so wirklich. Wie kriege ich das vierte Eichenblatt? Der Gintrich ist ja... Schmied. Verschwinde, Vogelfänger! Hast du eine Lanze für mich? Hast du Geld? Ich will sie nur kurz ausleihen. Bist du noch ganz bei Trost? Du bist der Letzte, der seine Finger an meinen guten Stahl legt. Was soll das nun wieder? Wer mit dir zu tun hat, den packt das Unglück bei den Eiern. Mich kribbelt's jetzt schon. Schön weiterschleifen. Halt den Schnabel. Sehr unhöflich. Wir brauchen eine Lanze. Wozu brauchen wir eine Lanze? Hilda nochmal fragen. Na, Geron? Na, Hilda? Mach's gut, Hilda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Die Lerche, genau. Die müssen wir auch noch besorgen. Der Vogelfänger will uns... der Spieler will uns nicht weiterhelfen. Jetzt haben wir hier noch den Akademiewächter. Du solltest allmählich gelernt haben, dass du hier nichts zu suchen hast. Vogelfänger. Ich gehe nochmal zum Spielmann. Friedhelm? Ja. Wie heißt das Lied, das du gerade gespielt hast? Das Lied vom Farindelwald. Es handelt von einem verwunschenen Wald und von einer gefährlichen Fee, die darin haust. Ist etwas damit? Nein, nein, nur aus Interesse. Ich lasse dich mal wieder fiedeln.
Tja. Und damit würde ich sagen, die Folge ist heute auch schon wieder vorbei, meine lieben Damen und Herren. Wenn wir erfahren wollen, wie es nun weitergeht, wie wir das vierte Blatt bekommen, dann werden wir darauf bis zur nächsten Folge warten müssen. Und bis dahin, adios amigos, bis morgen.